ich bin Ole Oltmann und werde über ein Songwriting-Projekt berichten, das ich in der Schule durchgeführt habe. Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler eines 11. Jahrgangs auf die große Aufgabe für die Arbeit der kommenden 3 Monate sind absolut spannend zu beobachten. Die Aufgabe lautet: Jeder von euch wird im Musikunterricht in einer Gruppe einen eigenen Song schreiben. Diese Songs werden wir am Ende voll produzieren und im Winterkonzert der Schulöffentlichkeit präsentieren. Einige waren total überwältigt und begeistert, weil sie so etwas schon immer einmal ausprobieren wollten. Bei anderen kam aber regelrecht Panik auf, weil sie sich eben nicht in der Lage sehen, ein Instrument zu spielen oder einzusingen, was dann auch aufgenommen wird, geschweige denn einen kompletten Song selbst zu schreiben. Diese Aufgabe ist also eine riesige Herausforderung für alle Schülerinnen und Schüler, aber auch für mich selbst als Musiklehrer. Und zwar nicht nur aus pädagogischer Sicht, sondern vor allem, weil ich auch als Musiker extrem gefordert bin. Egal, ob sich jemand darauf freut oder eventuell sogar Angst hat, keiner hat eine konkrete Vorstellung davon, wie so ein kreatives Projekt im 90-Minuten-Takt des Musikunterrichts ablaufen kann. Und das Ergebnis wird letzten Endes auch noch bewertet, wird also eine Kursnote für das Schulhalbjahr. Wie das alles funktionieren kann, muss den Schülerinnen und Schülern von Beginn an vor Augen geführt werden. Von Themen finden über Konzepte entwickeln und Aufnahmen machen, bis hin zur Dokumentation in Form eines Portfolios und das alles in unterschiedlichsten Unterrichtsformen, die den Schülerinnen und Schülern möglichst großen kreativen Freiraum lassen. Um erfolgreich arbeiten zu können, benötigen sie aber genauso klare Vorgaben und eine klare Zielorientierung. Schreib deinen Song, lautet die herausfordernde Aufgabe. Für jedes Problem werden wir dabei eine Lösung finden und am Ende wird jeder einen wirklich guten Song kreiert haben. Alle Beteiligten lernen dabei sehr, sehr viel. Man muss sich nur auf dieses kreative Songwriting-Projekt wirklich einlassen.